So, ja, willkommen zurück. Ich sitze hier im T57er Heavy. Und ja, offene Map, zwei Gegner-Artis, unter anderem auch eine FV-Arti und diese OP9er-Arti. Fahren erstmal auf Position. Schon auf. Da muss man mal gucken, dass man Land gewinnt. Direkt mal hier runter schmeißen. Arti kettet den. Ich nehme das raus. Batchet direkt mal tot. Ja, das muss eine Arti machen, ne? Schön da hochschießen und diese dummen Mates und Scouts da oben rausholen. Das ist das allererste, was eine Arti zu tun hat auf der Map. Nichts anderes. Erstmal da oben Leuchtturm sichern. Wenn das da gesichert ist, dann ist schon die halbe Miete drin. Ja, und die lassen sich da schön von den Artis und was auch immer da schlachten. DE5. Auf der Hoffnung, nach 300 Damage lässt sich hier die kompletten HPs ziehen. Da siehst du mal, was die Artis ausrichten, wenn man da rumgammelt. War die eine Arti. Jetzt habe ich die Schnauze voll von diesen Artis. Das, was ich mir gedacht habe, ist, die machen mir viel zu viel Schaden und zu viele Kills auf Dauer. Die Viecher müssen weg. Da ist schon die eine auf. Rausgenommen. Daneben. Arti ist raus. So, haben wir schon mal die zwei Artis da entsorgt. Weil die können auf Dauer hier echt lästig und nervig werden. Unser E5, ne? Das ist schon ein feiner Typ. Der hat das ganze Spiel nur auf die Fresse gekriegt und ein bisschen hier rumgegammelt und keine Ahnung. So, ich stelle mich jetzt hier hin und fahre rückwärts den Weg berghoch. Ihr wisst schon, Instinkte und so. Wenn man so vorher weiß, was eventuell passieren könnte. Und wofür das gut ist, seht ihr gleich. Ich bin auf. Das ist die freie Kamera übrigens. Free Camera, no Aimbot. Okay, bevor mir wieder irgend so ein Depp irgendwas dazu schreibt. Circa 1700 HP habe ich dem jetzt gezogen. Ja, und
unsere Arti schießt AP, natürlich ohne Splash, ne, und kriegt es nicht hin, den zu töten. So, ich habe meine 3 Kills. Ein bisschen gut Damage habe ich auch noch hingekriegt. Problem nur, der Gegner hat einen Scout und mehrere TDs und einen Leopard 1. Ich kann jetzt mit meinen 1000 HP nicht einfach mal runter im Moment, weil das zu schwierig, zu riskant wäre. So, jetzt unser E5 hat da unten mit so einem Typen zu kämpfen. Wir haben ja noch 2 Artis, ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen. M41er Bulldog spammt mal eine Runde auf meinen Panzer. Es sind 3 Panzer da unten. Wäre ich jetzt runtergefahren, wer weiß, ne? So Kreuzfeuer von überall. Kassier auch von da hinten rechts. Die sind alle irgendwo hier verteilt, alle 4. Einer wird jetzt von unserer Arti rausgenommen. T57er Idiot, alles klar. Du warst der Held. Auf jeden Fall mit deinem Bulldog. So, den mal rausgenommen. Up in Reload. So, wir haben 5 Minuten 30 Sekunden noch. Ich habe ja von oben rechts hier auf der Minimap oben rechts einen Schuss kassiert. Dementsprechend fahre ich jetzt hier mehr so ein bisschen nach links, weil ja, der Bulldog, der M41er GF geht unsere Artis holen, wird aber gecountert von der Arti bzw. TD-Mod rausgenommen. So, diese komische Su nimmt jetzt unsere IS-7 raus. Ich fahre hier runter, vorsichtshalber. Nope, Lampe geht nicht an. So, 3 Minuten 20 Sekunden. Ich weiß ungefähr circa eine, ja, sagen wir 45 Sekunden würde ich brauchen, um ein bisschen den Cap vom Gegner zu fahren. Sind noch knappe 3 Minuten. Also mache ich mich jetzt mal auf den Weg zum Cappen. So versucht jetzt nur noch zu überleben beziehungsweise mich zu resetten. Da oben ist das Ding auf, der ist schon von der Arti getroffen worden. So, nur noch 2 Minuten, dementsprechend ich gehe schon mal cappen, auch am hintersten Ende vom Cap, sogar ein Stück vom Arsch hängt raus. Bisschen Tarnung und Tarnfarbe habe ich ja drauf. Waffenbrüder, eventuell kriegt er mich dann nicht mal eben auf. Mal gucken. Steh still, warte, bis der eventuell kommt. Er geht aber in unser Cap, nimmt noch die Arti raus. Wird von unserer Arti rausgenommen und wir sehen uns bei den Stats. So, 3130 Damage, 4 Kills. 1200 noch assisted. Ja. Der E5, der hat knappe 1700 AP verloren. Einfach mal reingestürmt ist. Ja, war eine lustige Runde und ich würde sagen, wenn ihr Bock auf Replays habt, täglich circa 3-4 Stück, dann abonniert hier meinen Kanal. Abonniert auch meinen Kraftsport-Kanal. Dort geht es um Kraftsport. Mein Name dort ist Akko the Persian Killer. Links unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch mein Facebook. Ja, und wer ein paar Tier 10 Panzer hat, kann sich bewerben und zu uns kommen.
Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao.